Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Ich lade gleich nochmal neu. Von Wie besiege ich Hauptmann Arschloch? Ja. K.A. ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass ich definitiv die da zuerst kaputt hauen muss. Die Kugel hier, die es hier gibt, die muss wirklich zuallererst weg von der Seite, weil die ist die schwierigste. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Dieser Gradl ist ständig auf den Fersen. Ständigst und permanent. Wir können nichts machen. Du warst gerade rot. Warum warst du gerade rot? Wäre dumm jetzt ein Gegner gewesen zum Umhauen oder was? Okay, nochmal Neustart. Auf jeden Fall, die Seite muss erst gemacht werden. Wie auch immer ich das hinkriege. Ich muss das schaffen. Würdest du bitte darauf springen? Nein, ich habe keine Schattenmacht. Damit ist mir das ehrlich gesagt Popo. Ja. Gestern. Kommt nämlich gleich. Willst du? Runter! Arschloch ist da, Arschloch ist da, Arschloch ist da. Ja, er hüpft leider nicht. Es dauert alles viel zu lange. Dauert alles viel zu lange. Das gab's schon. Der macht auch nicht richtig. Kannst du die Leertaste spammen, wie du lustig bist? Das klappt so nicht. Ich weiß nicht, wo er mich da sieht. Wo er mich da überhaupt sehen kann. Okay. Unentschieden. Ich habe keine Zeit, da auf diesen Idioten zu warten. Ist jetzt endlich da. Bitte, hüpf einfach. Er ist nämlich so verdammt schnell. Er ist so unglaublich schnell. Es ist ein Wahnsinn, wie schnell der ist. Du kannst wirklich, du kannst nichts machen. Er kann nichts machen. Es geht einfach nicht. Der ist so unfassbar schnell. Er kann irgendwie, weiß ich nicht, von dort nach da, ich habe keinen Plan. Ich kann ihn auch nicht verschwinden lassen, so schnell, wie der da ist. Und dann darf ich ihn immer rauf, ne? Jetzt bleibe ich hängen. Was ganz logisch ist, er schleicht, schon, dass er läuft. Ist auch ganz klar. Würdest du bitte rauf hier? Wenigstens einmal in deinem Leben was richtig machen, du Scheißgeist. Da. Natürlich ist ihm jetzt auf den Fersen dieses Mistviech von General, Soldat, was auch immer das sein soll. So, jetzt muss ich wieder schnell gehen. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Arschloch ist. Ich weiß nur, dass ich hier weg muss. Irgendwie darüber mal. Damit ich jetzt einen Überblick habe, wo er herkommt. Okay. Bitte! Und machen. So, jetzt haben wir vielleicht die Chance, dass es leichter geht. Würdest du bitte nur einfach mal was richtig machen? Mach was richtig!
Ich sag's euch. Das sind Nerven, die hier verloren gehen. Fuck, Glühwürmchen kommt. Na! Natürlich, verhaut wieder. Kommt, mach mich kaputt. Ist schon wurscht. Checkpoint, Neustart. Ja, Übung macht den Meister und ich werde niemals einer sein, wenn ich so weitermache. Hurra! Ah ja. So. Komm, hüpf, 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 hüpf. Mach. Hüpf. Das ist schon mal gut. Wo ist das Arschloch? Ich glaube, da kommt er. So. Boah. Hey, Alter! Was tut er? Was tut der Kerl? Was tut der Kerl? Was tut der Kerl? Was tut der Kerl? Scheiße bauen ohne Ende. Scheiße bauen ohne Ende. Oh mein Gott. Na, ich dreh gleich am Rad, ich schwöre. Mach ihn tot! Es dauert alles so unendlich lange. Was denn? Wer? Er? Hopf weg! Ah! Ach, halt dein Maul, bitte. Einfach nur dein Maul. Wir gehen. Weg mit ihm. Kommt er. Licht, ich hasse Licht. Ausgangspunkt. Ah, du scheiß Licht. Und weg mit dem. Was, den ersten hätten wir schon mal. So. Lief gar nicht mal so schlecht. Ja, ja, halt die Klappe. Sei einfach nur leise. So. Soweit haben wir's schon mal. Ach, Glühwürmchen kommt, ne? Ist die Frage, ob es das Arschloch-Glühwürmchen ist? Ja. Mach! Ich hab keinen Bock mehr, echt, schon langsam. Wieso ist denn das so kacke schwer? Hallo, das muss nicht so schwer sein. Bitte mach, bitte mach! Boah, du bist so schlecht, Aragami.
Du bist echt schlecht. Es wird Zeit für dich, dass du in den Ruhestand gehst. Ich weiß, ich bin schlecht und nicht er, aber trotzdem scheiße. Das ist verdammt nochmal scheiße. Kommt er? Hüpf weg! Du Vollidiot! Das ist ja kein Spaziergang, du Idiot! Von wo kommt der jetzt her? Da drüben oder was? Kann man jetzt zuerst alle Lichter ausmachen? Ist das auch eine Möglichkeit? Das weiß ich eben nicht. Licht. Wo ist er denn? Da hinten kommt er erst. Der alte Gratler. Jetzt kommen wir wieder zu zweit, ne? Natürlich! Was denn sonst bitte? Blöder Mistkerl, Elendiger. Vielleicht klappt's hier. Ach, der ist so lahm. Komm, hallo. Put, 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 put. Hier sind wir. Ja, komm, put, 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 put. Ja, komm, put, 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 put. Ja. Na, wo ist der Aragami? Ja, wo ist er denn? Wo bin ich? Ich hab keine Ahnung. Ui. So, zerstören. Er ist wehrlos, greif ihn an! Ja, Amen. Jawohl. Nein, nicht überspringen. Was war das jetzt? Ach, leck mich doch. Nochmal? Rang S sogar erreicht. Ich werde jetzt gleich zu lange auf die Leertaste gedrückt und oh, ich werde gleich zum Monster. Jetzt geht's einfach nicht mehr zurück. Na, Pech gehabt. Also, da war jetzt, hurra, du hast es geschafft, Aragami. Und jetzt auf zur Kaiserin. Jawohl, so. Echt. Ich bin gerade so wütend, ich krieg mich nicht ein. Zu lange auf der Leertaste gewesen und hat übersprungen. Ja!
Leck mich doch, du blöder Scheißkerl, du. Endlich! Das ist das Amen. Das Armeedistrikt. Hier beginnt der Pfad zum Tempel. Ich bring dich um. Komm her, ich mach dich kalt. Kuroso meint, der Talisman sei im Schloss. Da müssen wir also hin. Leck mich, du blöde Kuh, am Arsch noch dazu. Ich hasse dich, stirb endlich weg, du blöde Sauwurm. Lala. Boah, bin ich wütend. Ihr könnt gerade, weiß ich nicht, irgendwas zerstören am liebsten. Wo müssen wir da hin? Kuroso, sag mal was. Hin. Na, ich bin gerade echt wütend. Echt. Also wirklich, so richtig. So richtig wütend. Ganz ehrlich, da fehlen mir jetzt langsam da mal die Worte. Da. Jetzt sind wir da. Wo ist dieser Dreck? Hä? Auf dem Schiff. Auf dem Boot, meine ich. Hm. Genau. Und da soll ich wie hinkommen? Den umbringen oder was? Habe ich jetzt wieder, haben wir jetzt unsere Falle wieder ready? Schaut so aus. Okay, das klappt nicht. Keine Energie mehr wahrscheinlich, keine Schattenenergie. Yeah. Da. Gut. Gleich haben wir sie. Boah ey, ich bin so wütend gerade. Dieser Boss. Dieser verkackte Hauptmann. Jetzt habe ich das weggeklickt. Ich könnte so heulen, ey. Man kann es auch nicht laden. Das ist echt ein miserabler Spielspeicherstand, eine Spielspeichervariante. Da. Echt mies, dass man dann jetzt selber wenigstens irgendwie laden nochmal kann. Das ist echt kacke. Naja, versaut das, soll ich machen. Nichts kann ich mehr machen. Das war's. So, ist hier noch was drin? Oben wahrscheinlich. Muss ich mal hier rufen. Da ruf und dann hoffen, dass da oben irgendwie reingeht, was es nicht tut. Das heißt von unten, also hier dann wahrscheinlich irgendwie rauf. Wer Treppe, so ist es. Ist da oben Gratler, wahrscheinlich. Und. Da war ja noch niemand. Ein kleines Abstellkämmerchen. Noch mehr rauf, jawohl. Hier vielleicht jemand. Noch nicht. Ja, das ist aber auch nicht das, was ich gerne gehabt hätte. Ich dachte, hier oben ist was versteckt. Nein, ist es nicht. Nein. Nein, ist es nicht. Nein. Muss ich wieder runter. Schöne Scheiße. Ah ja, da war wieder das dumme Kammerl. So, nochmal. Wo ist der Dreck? Hä? Ich sehe es nicht.
10. 70 Meter in die Richtung. Da drüben wäre schon was gewesen, von wo wir herkommen sind. Dein Ernst jetzt? Tatsächlich. Boah, das ist zum Kotzen. Komm, bitte. Lass mich drüber, du Arschloch. Mann, ey. Ja, ich scherme mich nicht. Ach, leg mich doch am Bobschi, du blöder, doofer Gradler. Wo ist jetzt was? Da war schon was. Wie viel? 160, 50. Da drüben ist was. Ach, halt deinen Mund. Halt einfach nur deinen Mund, bitte. So. 37. Hier drin. Okay, da ist er ja. Kann ich rüber? Bitte? Hä? Geht nicht. Warum nicht? Tut sich mir jetzt die Frage auf. Jetzt. Du Fetzen, du Schierhör. So. Boah, ey. Passt. Das haben wir mal. Dann gehen wir Fähigkeiten lernen. Was hätten wir denn da Schönes? Was wären das? Schattentötung. Beschwöre eine Bestie aus den Schatten, um ein Ziel aus der irdischen Welt zu reißen und eine Benutzung der ausgerüsteten Schattentechnik zurückzuerhalten. Schatten erschaffen. Aha. Und hier? Aha. Und eine Benutzung der ausgerüsteten Schattentechnik zurückzuerhalten. Das ist aber nicht schlecht. Das kill ich sofort mit. Das will ich testen, ob das das ist, was ich glaube, dass es ist. Vom Effekt her, dass es glaubt zu funktionieren tun. So, mal hier. So, nächstes. Da drüben, 23. In diese Richtung. Da können wir aber nicht rein, oder? Können wir darauf wenigstens. Nur so. Dorof geht's nie da. Ja, schön. Schön, dass du kommst. Hier geht's rauf. Das ist fein. Hier auch. Nee, was ist denn los hier? Ich sehe nichts. Korb. Elendiger Scheißkorb. So, kurz mal in Sicherheit. Blöder Dreckskorb, elendiger. So. Also, da drüben soll, das ist die Frage, geht's da rundherum, oder? Weil darauf geht's ja nicht, ne? Also jetzt denke ich mal schon rundherum gehen. Kannst du da nicht drauf, oder willst du nicht? Ha, will nicht. Klumpert. So, alles ist jetzt da drüben. Das heißt, ich muss versuchen, da rundherum zu kommen, denke ich mal. Boah, ey. Schatten? Null? Doch hier. Lad auf den Dreck. So. Jetzt sind wir in dem Haus, ne? Donner, Sonne dran? Nein, das hättest du auch gehört. Ich hoffe, dass da nichts passiert ist. Das könnte die. Es könnten die Eindringlinge sein. Quatsch. Es könnte irgendein Eindringling an der inneren Mauer vorbeitanzen und Hauptmann Hikaru ausschalten. Ja, fühlt euch nur sicher, ihr Bastarde. Ey, was gehst denn du für einen Dreck zusammen? Es ist ein Wahnsinn, echt? So, Pfeifi. So, wohin?
Ach, das ist toll. Irgendwie das um die Ecke. Na, was tust du denn? Aragami. Wieso machst du da jetzt eine Falle, du Depp? Ich weiß es nicht. Voll verdrückt wieder. Meine Finger machen schon wieder schlapp. Die sind schon wieder total verkrüppelt. Für lauter Schleichtaste drücken. Neun. Meter zu einem Schrein, den werde ich dann nutzen, denke ich mal. Da darf ich da jetzt mal rauf hier. Nicht, ich darf nirgendwo hin. Wie soll ich dann das Spiel hier bitte schaffen, wenn ich nirgendwo hin darf? Blödes Gebüsch hier. So, da. Ach, es speichert endlich mal was. So, Schrein hier. Der Rest ist da hinten. Gut. Eine Falle kann ich noch nutzen, obwohl ich die jetzt komplett versaut habe. Ja. 21, 15. Ja, da kann man super rauf. Das geht gleich so prima. Hüpf! Meine Güte, alles muss man ihm 30 Mal erklären. Geht hier irgendwo was? Nö, oder? Ach du Heilige. Warte mal kurz. Musste mal husten. Warte, schimpfen muss ich mal husten. Es ist echt schwer. Na, wo ist denn jetzt die Maus? Natürlich fällt er runter. Weil er es gut kann. Weil er das alles so gut kann. Da haben wir sie ja schon, die Rolleschrift. Komm zu Papa. So, die nächste Rolleschrift. Schrein, alles da drüben irgendwo. Alter! Boah! Lebensmüde, mehr bin ich nicht. Pff. Pff, Alter. Wo muss ich jetzt lang, Kruzidüken? Irgendwas da drüben ist mit 41. Da drüben ist was mit 53. Ja, vielleicht können wir umbringen. Oh, das hat gar nicht mal so doof funktioniert. Eigentlich sogar recht gut. So. Angenehme Schatten. So. Wo ist jetzt was? Alles da drüben? Na mach, Pfeifi. 36, da drüben. Ach du Scheiße. So. Da? Liegt sie da? Hä? Na, das war Licht. Das hat nur Licht hat gespiegelt. Super. Oh mein Gott, aufpassen. Da geht's steil bergab. So, mal hier hin, Pfeife. 11, das heißt da unten. Okay. Okay. So, da haben wir sie schon. Puh. So. Das haben wir schon mal. Next one. Sind wir. Da vorne ist noch eine, okay. Mal schauen. Ist schon leer. Da oben drinnen
Vielleicht habe ich ja Glück, nee, wir kommen da unten drunten irgendwie rein. Ja, zum Beispiel so. Da speichert es irgendwas. Ein Schrein haben wir da. 25, also doch nochmal. Ah! Okay. Na, würdest du? Warum nicht? Jetzt. Irgendwie rauf ist gut, sicher. Da oben vielleicht. Ui, so. Und nochmal Pfeifchen. 10 Meter. Okay. Meter da vorne, anderer Raum. Nehme ich mal stark an. Ein Stock höher, Alter. Durchzuschleichen und niemanden umzuhauen ist ehrlich gesagt schon total, also noch spannender, als sie wirklich umhauen zu versuchen. Schriftrolle. 15 Meter, die sollte eigentlich da sein. Irgendwo. Alter. Alter Schwede. Alter Schwede. Okay, nochmal. 10 Meter. Okay, das heißt hier. Da ist sie. Fein, die haben wir auch. Heureka! Jetzt muss ich irgendwie darüber. Klappt aber irgendwie nicht. Das ist aber doof. Gut. Da oben ist Licht. Das werden wir brauchen. Ich werde es brauchen. Hoch. Bitte, hoch. Ah, ja, das klappt natürlich nicht. Ach, was? Nein! Jetzt kommt er nicht mehr hoch, ne, weil er doof ist. Bitte. Bitte lass mich rauf hier. Bitte. Ach, Arschloch. So, falsche Taste nämlich. Gedrückt gehabt, noch oben rein. So, komme ich jetzt wieder rauf hier? Nein. Nein. Kommst du nicht? Warum tötest du denn auch? Pfui ist das, echt. Ich muss ja darauf. So, wo ist jetzt das Kacklicht? Ja, irgendwo da oben. Gibt es ja nicht ein zweites, war da oben? Das klingt aber schon recht merkwürdig. Ui, ich schaff's nicht ins Eck. Ich schaff's da nicht ins Eck. Jetzt vielleicht? Nein. Ah, da war's kurz. Jetzt.
So, dann ist es doch da oben. Dann ist doch da oben irgendwo irgendwas. Verstehst? Irgendwo irgendwas. Jetzt kann ich da... Nein. Aber vielleicht da so im Kreis herum irgendwie. Fünf. Ah! Da haben wir's. Huch! Was ist das? Neues Schwert? Ne Vision. Aha. Talisman? Hoppala. Entschuldigung. Ach, da kommen Erinnerungen auf. Damals, als Hyo uns allen unsere dunklen Dolche gegeben, hat uns sie gegeben, genau. Die Waffe durften nur die tragen, die für die gefährlichsten, anspruchsvollsten Aufträge der Gilde bereit waren. Ich war an dem Tag so stolz. Diese Jungs neben dir, wer sind sie? Orochi und Ryua. Ich habe mit ihnen zusammengearbeitet. Wir waren eines der besten Teams der Dakudaga-Geschichte. Ich verstehe. Du warst tatsächlich jemand ganz anderes, oder? Wer von den beiden stand rechts? Ryuta, warum fragst du? Diese Rüstung. Jedenfalls ist nur noch ein Talisman übrig. Ich kann die Freiheit fast schon riechen. Na, wunderprächtig. Kuruso hat einen versteckten Pfad in den Tempel gefunden. Das sollte uns etwas Zeit sparen. Die Morgendämmerung ist nicht mehr weit. Beeilen wir uns. Wir wollen doch nicht, dass du zu Aragami-Suppe wirst. Sehr witzig. Ich hätte von einer Göttin bessere Manieren erwartet. Hey! So, das Lichtlein ist aus. Vielleicht kriegen wir jetzt das Teil, das uns noch fehlt. Husch. Husch. Und hier husch. 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 Und nochmal nachfragen. Wo muss man hin? Da drüben ist was. Und da drüben ist eine... Oh je. Da ist ja alles voll von diesen Kratteln. Da oben ist ganz gefallen. So, nochmal. 17. So, jetzt muss ich nochmal nachschauen. Mach. 9. Aha, da drin irgendwie. Okay. Das heißt, es gibt hier irgendwo einen Eingang. Denke ich mal. Hier wird es nicht sein, oder? Nö. Definitiv in diesem Haus hier, aber wie kommt man da rein? Etwa von da oben? Licht! Ei! Licht, ich verstehe. Dann müssen wir doch zuerst hier hin. Na los, Hatsch weg. Lauf! Bitte? Mühselig. Hui! So. Vielleicht hier drinnen? Nein. 23. Husch. 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 Ach so, das ist der Weiterweg, ne?
Ich will das Licht ausschalten. Verlasse den Bereich. Na, das ist noch zu früh. Da fehlt mir noch eine Rolleschrift. Ei. Das ist gerade echt sonderbar. Warum ist da... Warum ist denn hier das Licht an? So vielleicht? Das gibt's ja nicht. Vielleicht ist irgendwie unterirdisch. Das kann ich mir noch vorstellen. Dass da irgendwie so ein unterirdisch, genau, dass es so ein Keller oder so gibt. Dass man da hin kann. Aber ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt. Der einzige Eingang ist da mit einer Lichtdingens geschützt. Wo ist dazu der passende Lichtausschaltdingens? Bitte? Ich möchte gerne das Lichtelein ausmachen. Ich habe nämlich keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo das sein könnte. Das ist nämlich gerade echt verwirrend. Ich sehe kein nirgendwo was Blaues leuchten. Kuroso zeigt mir da auch nichts an. Außer, dass halt da drin eine Rolleschrift ist. Hier scheinbar keinen anderen Weg dafür gibt. Oder vielleicht doch. Du Arschloch. Ach, leck mich doch am Bubschi, echt. Jetzt hier vielleicht? Ruzi Dürken, echt, wirklich. Das ist echt nicht toll. Das ist gerade wirklich nicht sehr witzig. Wie komme ich in diese blöde Hütte? Beziehungsweise, wo ist der Lichtschalter dazu, der ausgeschaltet werden muss? Ich gehe da einfach irgendwo rum und irgendwo lang und habe nicht wirklich einen Plan, was ich mache, aber ich schaue halt einfach mal. Vielleicht stolper ich ja zufällig über dieses Ding. Wird uns auch helfen. Ich glaube nicht. Nö. Ich glaube nicht, dass wir das einfach drüber stolpern werden. Ich mache nochmal vom Checkpoint aus. Das wundert mich nämlich gerade wirklich, weil eigentlich müsste doch... Wir haben doch alle Lichter ausgeschalten. Das müsste eigentlich gehen, oder? Wow. Oh Gottchen. Ich habe keinen Plan. Wirklich, das ist... Ich weiß nicht, ob da hinten irgendwo was wäre. Oh! Ja, nochmal. Checkpoint.
Also ja, nö, ich schau mich da jetzt einfach nur ein bisschen um, ne? Aber ich find's nicht. Keine Ahnung, wie das gehen soll mit dem Licht. Ich kann nicht einfach schon dich kaputt hauen. Also ich wäre jetzt fest davon ausgegangen, dass es hier irgendwie noch so ein Lichtkugeldingens geben müsste. Das ausgeschaltet werden muss, aber da scheine ich mich wohl getäuscht zu haben. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als wie diese Gegend hier zu verlassen. Was soll man machen? Wenn es nicht geht, geht es halt nicht, ne? Das ist dann wohl Pech, denke ich mal. Ich kann mir auch gerade nicht vorstellen, dass hier vielleicht was sein könnte. Da geht es weiter. Ach, da ist weit und breit nichts versteckt, was ein Lichtschalter ausschalten würde, täte tut. Ja, dann gehen wir halt weiter. Scheiß auf die eine Schriftrolle. Oh mein Gott, habe ich Überlänge gemacht. Entschuldigung. Aber immerhin Rang S. Ja, das eine Sammelobjekt hilft halt nichts. Armeedistrikt. Uiuiuiui. Wir beenden den Part hier. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bitte tausendmal um Entschuldigung für die Überlänge. Ich habe die gar nicht mitbekommen, dass es schon so spät ist. Es tut mir sehr, sehr leid. Und, ja, wir hören uns dann beim nächsten Part, wenn wir hier weitermachen. So schlecht geht es ja gar nicht voran. Zu 100% kriege ich es nicht auf die Reihe, alles schön brav zu machen. Naja, aber ich hoffe, es ist verschmerzbar. Ihr Lieben, vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.